Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, sorry, ich war gestern noch ein bisschen war einfach zu müde, um aufzunehmen. Dann habe ich jetzt heute Morgen früh, wieder begonnen aufzunehmen, wie ihr seht. So, wir nehmen noch ein paar Quests an. Reinald. Okay. Und hier drinnen. Und dann holen wir zuerst noch die Quest, die wir noch übrig hatten. Und dann müssen wir sowieso in den Südstrand. So, jetzt müssen wir hier rüber. Dort, ja. Ja, ich habe ein Level gemacht. Gelevelt und eigentlich Orks besiegt, ein paar gute Gegenstände bekommen. Und ja, mehr nicht. Das war nur ungefähr so eine Viertelstunde oder so. Geht relativ schnell bei den Orks, weil sie normal waren, also Schwierigkeitsgrad normal. Und deshalb, ja, ging es relativ schnell. Haben ein paar gute Items bekommen, wie gesagt. Kriegsstab und der Stab der Schatten. Und ja, noch die normalen Arkane Armschienen ohne Bonis. Das ist wahrscheinlich hier drin. Haben wir dort noch eine Quest? Noch zwei Quests, okay. Hallöle. Auch Südstrand. Gut. Und Wespenstachel von große grüne Wespen, okay. Na, schauen wir mal in der Stadt. Okay, müssen wir jetzt wieder zu dem. So, okay. Haben wir die Quest auch erledigt? Gut. Mittwoch bekomme ich dann meine Kreditkarte endlich und dann kann ich mir auch ein Pferd leisten. Mal schauen, was ich nehme. Eigentlich hätte ich ja Bock auf das große Paket, aber leveln will ich lieber selber. Und Schlachtross sieht sowieso beim Beschwören nicht so gut aus. Mal überlegen. Aber 45 Euro ist schon echt günstig. Mal schauen, aber da kann ich nichts mehr anderes kaufen. Ich möchte gerne irgendwas kaufen, dass ich gut Let's Playen kann. Mal schauen. Ja, toll. Ich wollte eigentlich nicht hinlaufen. Aber hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Quests. Ja, eine Quest gibt es hier noch. Quest, nimm an. Der Raspun. Aha. Der Raspun, der leuchtet.
jetzt ja, wieder zurück. Kriegsstab. 17 bis 24 ist doch besser. Hallo? Okay. Nur das Plus ist besser. Also, Sonden plus 3, plus 4. Okay, dann habe ich die Quest erledigt hier. Wir können weiter an den Südstrand. Bisschen laggy. Komisch. Gesagt, es kann eigentlich nur an Fraps liegen, weil ich habe mit ohne Fraps habe ich 60 FPS, mit Fraps ohne Aufnahme habe ich 40 FPS und mit Fraps mit Aufnahme habe ich momentan 18 FPS und das ist viel zu wenig. Und das Spiel frisst auch extrem viel. Auch wenn es die Grafik echt nicht. Ja. Dass die Grafik einfach zu schlecht für diese extreme Hardware-Anforderung ist. Und ich möchte ja euch die bestmögliche Qualität bieten. Darum habe ich jetzt alles an. Aber ich kann ein paar Sachen schon ausmachen. Die sind ja ganz einfach, die Aquantis. Das Blödeste ist nur der Stun, aber den setzen sie fast nie ein. Sie haben keine Chance. Die haben immer durch mich durch ab. Die Kleinen sind extrem stark. Der ist noch viel stärker. Aber macht nicht so schnell Damage. Dafür haltet er extrem viel aus. Später haltet er sogar noch mehr aus, weil er eine Passiv dann hat. Nochmals ein Stab der Schatten. Nicht schlecht. Schnell. Ich bin so extrem schnell im Killen. Später sollte Beschwörer sogar noch besser beim Farmen und Leveln sein als der Baba. Ich beschwöre einfach so 1000 Kreaturen. Jetzt noch nicht, wenn das nur möglich wäre, das wäre so cool. Ich liebe so Massenbeschwörer. Beim Diablo 2 Mod Median Ultimate ist das Ding möglich, richtig viele Beschwörungen zu haben. Auf einmal. Da laggt sogar Diablo 3, 2. Ja, Diablo 2. Das war gar nicht. Diablo 3 geht schon bei 10 Kreaturen in die Knie. Das liegt einfach an der Engine, die ist nicht gerade gut. Ja, hat sich ja extrem viel gut gebracht. So extrem, dass diese sterben, nachdem sie der Gegner tot ist. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Nein, ich kann es nicht verstehen. Ah, die haben wahrscheinlich gar noch nicht den Stun. Nicht genug Mana.
Ein gezacktes Schwert. Der hat sogar zwei Schadensarten. Ich täte dich, Herr Quantis, ganz schnell. So, beide Quests haben wir. Jetzt können wir hier noch die großen Wespen töten. Stirb, du grässliche Wespe. Der Designer hatte grässliches Design. So, Mana regenerieren. Der Mist ist aufgegangen. Guter Name. Einfach mal Mist. Misthaufen. Hier gibt es überall große grüne Wespen. Richtig geil. Die Quest ist ja extrem easy so. Und dass sie so nah beieinander ist, ist gut für die Beschwörung. Die hat ja nur 45 Minuten oder so. Nur 30 Sekunden. 30 Sekunden. 45 Sekunden meine ich natürlich. So. Auch. Oh, ein gelber Stab. Und dann noch ein neuer Stab. Oh, cool. Wie gesagt, bei Alcius hatte ich fast keine Sachen gefunden. Und hier finde ich immer wieder. Fast jeder Gegner droppt hier Waffen. Ist einfach krass. Diese Überlegenheit von Syrtis, das ist extrem gemein für die anderen Zwerge. Hätte ich mal nur eine ohne Beschwörungen. Der Käferschwarm macht extrem viel Damage, das ist gut, so kann ich auch leicht eine töten. Ohne Beschwörungen. So, mal Nimp. Eine ohne jegliche Zauber oder Buffs. Auch gut. Aber ja, ich habe ja den Käferschwarm wieder ready gehabt. So, auch gut. Also müssen wir wieder zurücklaufen. Immer bei diesen zwei Windmühlen leckt es ein wenig. Als würden diese Windmühlen extrem viel Hardware fressen. So.
Orks-Töten. Gibt es hier genügend Orks? Ja. Komm, Ork-Töten. Kriegsstab 17 bis 24, ist nicht so gut. Aufschlitzbonus brauchen wir nicht. Was gut wäre, wäre Abklingzeit-Reduzierung oder so.